Hallo und herzlich willkommen hier bei mir auf dem Kanal. Wir sind bei, ja, heute mal was ganz anderes, und zwar FIFA 20. Und wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like da. An die Neuen lasst ein Abo da, würde ich mich auch sehr darüber freuen. Und ja, legen wir mal los, ne? Ich wurde halt öfters ja mal schon gefragt, ob wir mal was anderes spielen können. Und das kam ja auch schon ein paar Mal die Frage auf, ob wir auch mal eine Runde FIFA machen können. Und ja, machen wir jetzt mal. Wir spielen die Saison, also wir spielen Karriere, starten mit Hansa Rostock, schau mal, was wir mit Rostock so machen können. Schwierigkeitsstufe ist auf Profi, weil ich mich selber erstmal wieder reinfuchsen muss. Ich habe wirklich, mein letzter Titel war jetzt FIFA 19, den habe ich auch nicht so viel gespielt, auch nur so ein bisschen sporadisch. Also heißt das, müssen wir uns mal wieder ein bisschen reinfuchsen. Und starten wir mal rein. Wir sind im Vorbereitungsturnier, man kennt es ja am Anfang bei FIFA in den Karrieren. Wir begrüßen Sie aus dem Parc de Und Princes, wir spielen einem gegen der schönsten Rondes Städte Elfenbeins. AF und schauen mal, was wir da so reißen können mit Hansa Rostock. Programm begleiten Sie auch heute wieder durch das Spiel. Und wir übertragen Los gerade eine geht's. Partie am ersten Spieltag dieses Vorbereitungsturniers. Und zwar vom European International Cup. Das dürfte eine hochinteressante Begegnung werden, Buschi. Erstes Gruppenspiel heute in diesem Eieieiei. Vorbereitungsturnier. Jetzt können wir schon mal erleben, wo die Scheiß Teams Ballfell los. stehen. Ist schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf die neue Saison. Und da wäre jetzt Platz. Vollmann sich natürlich verletzt. Szene geht weiter. Sie Aber machen wenigstens ein das Tor Tor gemacht. schon in dieser Anfangsphase Das ging für jetzt den recht ersten fix. Treffer und Hätte ich einen jetzt ehrlich gesagt Torabend nicht so hätten gedacht. Sie kaum wünschen können. Aus kurzer Entfernung das Tor, da sehen wir es nochmal. Ja, da macht er alles richtig, weiß genau, wo der Ball hin Vollmann. muss. Besser kannst du den nicht machen. Mal Sie schauen, sind was wir so jetzt mit also in Rostock Führung. gebacken 1-0. kriegen. Was blöd ist, dass Vollmann verletzt ist. Wir werden auch gleich mal. Wir nehmen ihn sicherheitshalber raus, weil wir brauchen ihn die Saison über. Keine Lust, dass da irgendwie was sonstes bei rumkommt. Wegen schmeißen wir. So. Sie wollen in dieser Saison aufsteigen und das soll nun also ein neuer Trainer schaffen. Ich glaube, realistisch ist das. Der Kader gibt das her. Oh, wir passen Heute einmal ganz erleben aus, wir dass den Vollmann ersten Auftritt rauskommt. des Trainers und ich bin gespannt, wie die Mannschaft seine Ideen zu so einem frühen Zeitpunkt schon umsetzen kann. Ja, schließe mich an, bin ich auch gespannt. Ist ein sympathischer Trainer. Das bringt im ersten Schritt mal nichts. Aber er ist vor Ich allem ein bin guter Trainer, sympathisch. wenn er Juhu. glaubt, er kann. Und so wird er Ui. allerdings, den hält der Torwart natürlich. Obwohl Kolke Gedeckelt. haben wir auch einen guten Torhüter drin, ne? Jetzt kommt die Ecke. Nein, er kann diese Chance nicht nutzen. Ah, den Kopfball hat er nicht Naja, schauen wir mal, was getroffen. wir die Saison Vollmann mit tut Rostock dafür machen noch können. einiges und er wird sich ärgern. Wie gesagt, nimmt das jetzt nicht so hier zu ernst. Ich bin hier wirklich kein FIFA-Profi wie ein paar andere, die das Omladic. streamen und Videos drüber machen. Da bin ich ganz, ganz weit entfernt. Ich spiele Da FIFA wirklich reichen nur hobbymäßig mahnende für mich. Worte. Das Spiel hat ja eben erst begonnen. Den Fernschuss nimmt er sich. War aber wohl doch zu groß, die Entfernung. Er kommt an den Ball per Hechtsprung. Klasse gemacht. Da hat er gar nichts anbrennen lassen. Und das macht ihn als Keeper so stark, dass er solche Szenen liest. Gute Chance. Er passt auf und wirft sich in den Schuss. Vielleicht die Konterchance. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Omladic. Super Ah, Tackling. warum hat er Das nicht Turnier ist gepasst? top besetzt. Keine Frage. Insofern freuen wir uns drauf, oder? Unbedingt. Da sieht Also ich man bin natürlich auch nicht so ein Omladic ganz FIFA-Heini, der schön hier dann trainieren. irgendwann seinen Tolles Controller Fußballspiel, zerkloppt, wenn das wie nicht man wird, schon so wie man sehen denkt, kann. ne? Da braucht ihr auch nicht drauf hoffen. Guter Pass. Der spielt er gut. Ich werde ihm jetzt zwar ein paar Mal in den Arsch beißen. So wie Direkt das jetzt. nächste Tor. Freut die Fans Halt eine natürlich. doofe Aber die Ballverlust. Essenz vom offensiven Fußball sieht nach Und nicht mehr Führung rangekommen. aus. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Kein Zweifel, das ist Freistoß. Gut vom Schiedsrichter. Er ermahnt den Spieler, anstatt gleich die Karte zu zeigen. Und wir sehen, Kommunikation ist wichtig auf dem Platz. Der Spieler weiß jetzt ganz genau, dass er aufpassen muss. Ah, oh, das war knapp. Toller Schuss, strammer Schuss. Am Ende nicht Da hat vom nicht viel Erfolg gefehlt. gekrönt. Na gut, doch, hat doch ein bisschen was gefehlt, sah nur so aus vorher.
Dembele. Auf außen ist Platz. Hereingabe jetzt. Nein. Einfach nicht dran am Mann. Absolutes Traumtor. 2-1. Zack. So, alles drin. Da nimmt er den Ball ab. Sehr gutes Tackling. Was spiele ich mir denn hier schon wieder zurecht? Das ist ja ekelhaft. Gute Aktion jetzt. Oh, da ist er durch. Die Ecke ist die Chance auf den Ausgleich. Die olle Sau hat sich da noch reingeknallt. Oh, schön, aber abgenommen. Einfach drauf gehalten. Ecke kommt rein. Klasse. Ah. Super Kopfball, aber noch schöner Kopfball. Naja, ein Spiel dauert ja immer 90 Minuten, ne? Das war nicht gut vom Abwehrspieler. Da kann er ihn stoppen. Ist dem wieder gerade voll auf den Fuß gelatscht? Da ganz böse noch raus. Ich auch nicht faulen, ey. Ich weiß immer, wenn ich anfange zu faulen oder rein zu grätschen, kriege ich immer eine rote Karte. Das kenne ich schon. Das war schon immer so gewesen. Guter Vorstoß da jetzt. Könnte der Ausgleich sein. Ich dachte, er ist vorbeigegangen. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Das ja, ist doch vier genau Tore in einer Halbzeit ist doch ein spannendes dort, was die Fans im Stadion jetzt sehen wollen. Haben wir auch wieder einen ausgeglichenen Spielstand. Fairer Einsatz hier. Unentschieden bisher, dazu passend auch die Ballbesitzquote. Es ist alles auf Augenhöhe und ich bin gespannt, wie sich diese Partie noch entwickelt. Und er gewinnt den Zweikampf. So, eine Minute kriegen wir hier noch oben drauf. Ah, ich wollte noch rüberpassen, nicht nach vorne, ich doch so gerne. Ich könnte mich schon wieder im Arsch beißen. Viele Tore in Halbzeit 1, 4 an der Zeit. Aber wäre schon schön, wenn man das erste Spiel wenigstens gewinnt, ne? Weitergehen. Die zweite Hälfte im Auftaktmatch läuft. Das könnte die Gelegenheit geben. Ein toller Versuch und der Ball fliegt auf den Querbalken. Puh, Glück gehabt. Noch einmal. Er steht klar. Ohne jeden Zweifel. Leider. Da war der Pass vorher so schön. Flanke kam auch gut. Aber gut, kann man nicht ändern. Müssen wir mit leben. Jetzt vielleicht die Flanke. Kein Problem für den Torhüter. Scheiße, geflogen die Flanke. Energisch.
Eigentlich trifft er den gut, aber der Ball geht dann doch einige Meter am Tor vorbei. Gleich wird hier ausgewechselt. Es wird gleich den Wechsel geben. Ja, bei der nächsten Unterbrechung. Er hat das bislang sehr, sehr ordentlich gemacht. Na, er hat den Ausgleich gemacht. Das dürfte Auftrieb geben. Den wird er auch brauchen, wenn er seine Mannschaft hier zum Sieg führen soll. Der Angriff könnte was werden. Da klatscht der Ball an den. Nein! So schön durchgesetzt. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Wenn der reingeht, wenn der nicht am Halo landet, dann gehen sie in Führung, haben sie alles im Griff. So ist weiter alles offen. Zuspiel landet, eben aus, gibt Einwurf. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Das könnte eine Gelegenheit werden. Nur noch der Torwart vor sich. Der Führungsspieler. Das war noch ein guter Spielzug. Das gibt erstmal Sicherheit, das gibt Selbstvertrauen. Das sah zwar ein bisschen komisch stellenweise aus, aber. Und irgendwann ist er dann nicht mehr aufzuhalten und bleibt auch vor dem Tor ganz ruhig. Eine super Szene. Er ist einfach gedankenschneller als alle anderen. Der neue Spielstand lautet hier also 3:2. Fängt diesen Ball ab. Tolles Tackling von ihm. Auf Außen ist Platz. Kommt jetzt die Flanke? Hey, keine echte Gefahr bei diesem Kopfball. Ich weiß nicht, da muss er schon mehr rausmachen. Das ist doch harmlos. Den Ball hat er irgendwie nicht richtig getroffen und lässt diese Chance hier liegen. Er kann den Kopfball nicht platzieren, die Chance ist fatal. Gleich hier der Wechsel. Bei der nächsten Unterbrechung dürfte es soweit sein. Sehr gute Passquote, auch der Ball kommt an. Und damit ist der Ball weg. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Jetzt ist der Platz da. Szene geht weiter. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Na gut, das konnte man jetzt gerade ganz locker zu Ende spielen. Da können Sie jetzt Ihr Spiel aufziehen. Da kommt dieses Tor nochmal. Zuerst der Ball nach hinten. Und da hat der Keeper überhaupt keine Chance. Das machen sie klasse, nutzen perfekt diese 2-gegen-1 Situation. 4:2 steht es damit. Hier ist einiges los. Ja, der nächste tolle Pass. Litzka. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Ganz alleine. Oha! Ich sag mal so, im Angriff sind wir gar nicht mal so schlecht aufgestellt, aber in der Verteidigung. Und Verteidigung muss ich allgemein üben. Oder wieder besser werden, also das ist nicht doll bisher, das Verteidigen. Nochmal das Tor, da kommt die Flanke und dann ist er stark. Unwiderstehlich, wie er da mit dem Kopf zum Ball geht. Und dann ist der Treffer nicht mehr zu verhindern. Das wird heute wohl nichts mehr für Sie, das Spiel ist fast vorbei. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Es wird gleich gewechselt. Ja, der Trainer will noch mal ein wenig umbauen, will neue Impulse setzen. Sehr guter Einsatz. Litzka.
Oha. Tolle Parade. Ja, das war ganz gefährlich. Was für eine Szene. Kein Tor in der Szene. Die Fans fassen es nicht. Und ich glaube, er selber kann es auch nicht fassen. Super Pass. Sie wollen zumindest noch ein Tor aufholen. Aber hier hat es nicht geklappt. Ich glaube, ich kann froh sein, dass sie einfach ihre Torchancen nicht nutzen, die sie haben. Da kann ich bisher einfach froh sein. Da hören wir den Schlusspfiff. Die Puh. Haben dieses Spiel also gewonnen. Das war wirklich ein Übergang. Aber gut, meine Freunde, da sind wir auch am Ende von unserer ersten Folge FIFA. Wenn es euch gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, das Like nicht vergessen. An die neuen Lasten Abo da. Schreibt natürlich auch gerne einen Kommentar, würde mich auch sehr darüber freuen. Damit bin ich raus und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.